Ja, liebe Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Genau, wir sind in diesem merkwürdigen Ödland-Hügel-Dungeon-Dingens-Viecher, was auch immer. Und müssen jetzt hier scheinbar da runterlaufen. Des Schreckens. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Okay. Was sind das für Kackspinnennetze hier? Weg da, lass mal den Ork hier durch. Nein, nicht schon wieder. Was zum Teufel? Nein, 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 nein. Oh ja, super. Helf mir, es loszuwerden. Helf mir. Ja. Töte den. Ja, keine Chance gegen einen Ork. Hier. Okay, Zaubertrank, Zaubertrank der Gesundheit. Komm, komm, komm. Was ist los, ey? Was ist los? Tod. Was wissen du? Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Irgendwie traue ich dem Typ nicht. Das sieht komisch aus. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Wie du willst. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Hey, du bleibst stehen. Bleib stehen. Stopp. Halt, stopp. Was zum Teufel? Was ist denn das? Oh mein Gott. Egal was es ist, es bewegt sich und greift mich an, also muss es sterben. Da ist er aber nicht weit gekommen. Komm, komm, komm. Okay. Ja, also es hat es jetzt echt gelohnt. Also es hat ja wirklich was gebracht. Goldene Klaue. Ah, finde das Geheimnis des Ödsturz-Hügelgrabs. Arbes Tagebuch. Pelzrüstung, Pelzhelm. Ja, schön. Ich kann ja A plus B zusammenzählen. Nein, kann ich nicht. Glück gehabt. Das ist doch bestimmt auch eine Leiche. Das ist doch bestimmt auch ein Böser, oder? Nee, der ist tot, der bewegt sich gar nicht. Ich gehe nicht sicher. Was zum Teufel? Naja. Tot. Aber wir sind in der Stufe aufgestiegen, was viel wichtiger ist. Gesundheit, klar. Jo. Weiter. Zweihändig. Jo. Noch mehr Orks. Orks, sag ich schon. Noch mehr Orks, oder wie die heißen. Orks. Das
so kann ich nicht spielen. Ich muss so spielen, sonst geht das nicht. Lustig, 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 tralalala, lustig, lustig, lustig. Zehn Schaden, wie viel macht eigentlich meine Waffe? Natürlich deutlich mehr. Wir rasten, das gibt es nach wie vor und regeneriert unsere Gesundheit. Genau. Wow. Okay, und zack. Okay. Das ist ja eindeutig klar. So, wo geht's denn da jetzt hin? Was zum Teufel? Schon wieder so einer. So. Ja, ja, komm raus, komm raus. Sie sind für mich kein Problem mehr, wie man deutlich sehen kann. Boah, alte Nordstreitaxt. 29 Schaden. Und die Stahlstreitaxt macht auch 29. Gewicht 22. Gewicht 21. Ne, ich behalte meine Stahlstreitaxt. So. Wo geht's jetzt hin? Da wahrscheinlich hinauf. Vielleicht haben wir den Ausgang jetzt gefunden. Ich höre Wasser. Tja, ich war schneller. Okay, das Wasser fließt hier ab, das heißt, es fließt hier durch. Aber erst will ich die Truhe öffnen. Und sonst gibt es ja hier nichts zu bieten, also zu beuten, wie ich es nenne. Sieht schon echt genial aus. Also Skyrim ist auf alle Fälle seine 47 Euro wert. So, was ist das? Was sind das? Das sieht ja bei Avatar aus. Nee, das sind Schimmelpilze. Ach nee, Schimmerpilze. Ja, was für ein Wort. Schimmerpilze. Jo, werden wir doch einmal so einen Zauber testen. Aktive Effekte. Ausdauer verringert. Knochen, Brecher, Fieber. Aha. Okay. Kräfte. Ja, möchte ich mal testen, wie das so ist. Cool. Der kommt bestimmt gleich um die Ecke. Ich bin Darth Vader. Tja. Ja, gefällt mir. Ist gar nicht so schlecht, als Magier zu spielen. Vielleicht werde ich einen zweiten Charakter stellen, ohne dass ich den aufnehmen werde. Dann werde ich als Magier spielen. Finde ich durchaus gelungen. Was ist das jetzt gewesen, Leute? Wo muss ich denn jetzt dahin? Hier geradeaus wahrscheinlich irgendwie. Ich habe so meine Bedenken, wo mich der Weg hinführt. Da war ich doch schon einmal, oder? Scheiße, dadurch, da reicht meine Macht nicht.
hier muss ich andere Geschütze aufstellen. Denn das ist ein ruheloser Trog. Den muss ich mit meiner Axt zerschmettern. Schon ziemlich großer Dungeon. Wir sind schon Stufe 3, obwohl wir erst die erste Hauptquest erledigt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Nebenquest diese Größe hat. Aber egal, somit habt ihr jetzt auch mal Nebenquest gesehen. Und ich denke, das ist durchaus auch sehr wichtig. Ah, war ja easy. Ich merke langsam, dass mein Gewicht durch die zu viel tragenden Gegenstände deutlich zunimmt und dadurch ich langsamer laufe und auch langsamer schlage, weil meine Ausdauer schneller nach unten geht. Ja, genau. Richtig, das wollte ich auch eben sagen. Und wir müssen gucken. Was sind das für Kerzen, die da oben? Alles sehr mysteriös. Das bis dahinter ist bestimmt Scientology schuld daran. Was war das? Ich habe Angst. Da hinten ist ein Boss. Ich spüre es. Seine Anwesenheit, seine Macht, die er ausströmt. Bis hierher. Also durch den Computer durch. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl. Okay. Wie soll denn das jetzt wieder funktionieren? Ein Rätsel. Okay, bei Rätseln müssen wir denken. Aha. Feuer? Okay, ich hab's verstanden, wie es funktioniert. Das Rätsel ist einfach. Naja, es ist eigentlich nicht. Schließen wir die Tür. Haben wir nichts, okay. Machen wir sie wieder auf. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas hat es wahrscheinlich mit diesen Mustern an den Wänden auf sich. Oh oh. Okay. Versuchen wir das hier. Mist. Okay. Das ist der Feuerbogen. Ich verstehe es nicht, was das zu bedeuten hat. Was hat das zu bedeuten für mich? Beziehungsweise für uns?
in Rathenhaus. Totenkopf. Ich könnte es ja auch einfach ausprobieren. Ich habe so eine Ahnung. Ich habe so eine komische Vorahnung. Der Berg kommt ja im Prinzip gar nicht vor, wenn ich das richtig sehe. Es gibt den, doch, der, es gibt drei. Okay, drei Muster. Also drei Symbole. Probieren wir es so. Wobei, ich glaube, das kommt da rein. Aber egal, probieren wir es aus. Das ist wie Indiana Jones. Nur viel schlimmer. Mitte der Mother Mocken an der Macker Fuck an der Scheiße hier. Satisfaction hier. So, hier müssen wir mal wirklich nachgucken, wie das funktioniert. Es könnte natürlich auch total andersrum funktionieren. Also im Prinzip, dass das oben ist und das unten ist und das ja irgendwann ist es. Der Schmetterling sagt ja aus, dass, ja, dass der was aussagt. Bär, Schmetterling. So, rein damit. Okay. Liebe Leute, ich bin auf eure Macht angewiesen. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich schaffe das nicht ohne euch. Das Rätsel macht mich verrückt. Es ist im Prinzip ganz einfach. Ich könnte nachgucken, aber ich will euch mit einbinden in dieses Spiel namens Skyrim. Was ist, wenn ich drei in einer Farbe mache? So war das bei vier gewinnt immer. Also muss es ja hier auch funktionieren. Drei in einer Farbe, das ist immer richtig. Das Rätsel kann ich. Moment mal, mir fällt gerade was auf. Nein, mir fällt nichts auf. Doch, mir fällt was auf. Was soll das für ein Muster sein? Wir haben drei Muster. Sehe ich das richtig? Den Schmetterling. Wahrscheinlich der Schamane, der Adler. Der, ich weiß es nicht, Bär. Was ist dann das? Das haut doch von vorne bis hinten nicht hin. Schmetterling, Schamane, Bär. Okay, dann tue ich das mal zum Bär ummanteln, aber ich bezweifle stark, dass es so easy funktioniert. Denn ich denke immer ein bisschen komplizierter. So, liebe Leute, ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich weiß es nicht. An der Decke steht ja nichts drin. Wahrscheinlich, ich habe doch ein Item bekommen, ein Gegenstand, ein Buch. Buch, Buch, Bücher, Bücher, das Tagebuch. Hier steht die Lösung drin, da bin ich mir sicher. Meine Finger zittern, ich halte die goldene Kette, ja, 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 schön. Jetzt Seite umblättern, achso. Tja, ist ja schön, der hat bloß, das sind seine einzigsten Seiten, okay. Und der, ja, dieser Schwachgraf Lucan war... muss ich nur noch der Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Okay, ganz einfach. Wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Was haben Bären? Klauen. Scheiß auf die Wendemuster hier. Die haben nur zur Verwirrung gedient. Wir müssen dreimal Bär machen, ganz sicher. Drei in einer Farbe Bär. Klaue, goldene Klaue. Ach, wie konnte ich doch nur den Schuh des Manitou so einfach... was glaube ich da? Wie konnte ich nur so einfach nicht hingucken? Egal. Nein, nicht drehen. Boah. Das ist wie Zelda. So, ich hab's das richtig hundertprozentig. Ich spür's.
So, okay. So. Ich gehe jetzt raus und bring mich um. Jetzt, das kann doch gar nicht so schwer sein hier. Vermistete Kacke hier, ihr Ratterfucker hier. So. Wir lesen das Buch noch einmal, damit wir es verstehen. Wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Warum liegt die in der Hand? Denke nach. Gibt es an den Bildern was zu sehen, was es sonst nicht zu sehen gibt? Ich dreh durch. Okay. Ich mach's jetzt ganz einfach nachdenken. Schmetterling. Moment mal. Doch, die Bilder haben was zu bedeuten. Was war das? Probier mal was aus. Schmetterling, Eule, Bär. Vielleicht zweimal Eule. Sonst bin ich leider sprachlos. Mann, warum funktioniert das nicht? So. Mann, ich habe dreimal Bär ausprobiert. Das ist falsch. Schmetterling. Eule. Schmetterling, Eule, Bär. Das habe ich doch schon probiert, oder? Ich habe dreimal Bär probiert und es hat nicht funktioniert. Durch die Ratefunktion treffe ich es auch irgendwann. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es ja nicht. Gell? Leck mich fern. So, gut. Goldene Hand, kann ich das Item vielleicht genauer betrachten, wenn ich es mir angucke? Mann, warum komme ich da nicht früher drauf? So, gut, wir sehen's. Bär, Schmetterling, Vogel, nix mit Wendemalerei. Mann, dass ich das auch noch betrachten muss. Boah. Vier Scheißdinger hier. Okay, also die Wandmalerei hat mir nicht geholfen, sondern ich weiß jetzt die wahre Lösung, nämlich, ihr habt es selbst gesehen, nach 10 Minuten suchen, die goldene Klaue, Bäre, Schmetterling und Vogel. Ich spür's, das ist mein Schatz, Gollum. Aber der Herr
Er würde uns nie was tun. Doch, heute schon. So, Vogel. Ich hab's geschafft, ich bin Millionär. Das war eigentlich voll easy, ich musste nur den Gegenstand betrachten. Das Tagebuch hat mir geholfen. Bloß ich bin nicht drauf gekommen, es im Inventar zu betrachten. Wow. Irgendwas Böses passiert. Was ist das? Ist ruhig. Wow. Was ist das? Was habe ich gelernt? Aha. Was zum Teufel? Okay. Nein. Wie, Moment mal. Ich habe jetzt einen Schrei erlernt. Was ist das? Sammle Drachenzähne, um Schreie zu lernen. Aha. Okay. Keine Ahnung, was es ist. Wow. Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Drachenstein. Neue Stufe. Wow, super. Ausdauer. Nein, ich will tiefe Wunden erlernen. Angriff mit zwei Händen haben eine Chance von 10%. Ja, genau, richtig. Boah, 80 Gold. Boah. Ja, okay. Boah, 469 Gold. Ja, leg me fett, Alter. Gott, doch mal da. Gut. Ja, gut. Gut. Passt. Nette Belohnung. Doch, hat sich gelohnt, diese Nebenquest zu machen. Sehr interessant. Doch, sehr interessant. Und jetzt kann ich auch diesen Schrei nutzen. Voll geil. Nee, kann ich wahrscheinlich doch nicht. Ich habe aber einen Drachenstein gesammelt, was das auch immer heißt. Aber ich brauche ja Drachenseele. Das ist ja was ganz anderes. Okay, wahrscheinlich gibt es auch hier einen Ausgang. Aber ich denke, jetzt haben wir wirklich den Dungeon gecleared sozusagen. Erfolgreich beendet und haben dadurch einen Schrei gefunden. Was ist das? Tja, tut mir leid, Pech gehabt. Alles meins. War ja einfach. Himmelsrand. Ja, ja. Habt ihr selbst gesehen, was passiert? Sind wir jetzt? Okay, wir sind wieder wo ganz anders rausgekommen. Also dieser Tempel hier, dieser ganze Berg war praktisch Kassastorm, nicht Kassastorm, was glaube ich da schon wieder, war die Minen, die Minen von Moria, nein, ach, wie hieß es jetzt nochmal? Ja, Öd irgendwas, ich guck mal in der Quest nach. Ölsturz, Hügelgrab. Genau, und jetzt muss ich die Klaue noch zu diesem komischen Geschäftshändler bringen.
Das kann ich per Schnellreise ganz easy übernehmen. Indem ich nach Flusswald reise, per Schnellreise, denn das kann ich ja machen, nachdem ich den Ort entdeckt habe. Gegensatz wie Oblivion, dort konnte ich zu jeder Stadt von Anfang an schon reisen. Und so muss man selbst Dörfer und Städte hier entdecken, um Schnellreise machen zu können. Diese Waffe sieht legendär aus. Oh, ist echt cool. So, also. Ja, die Hauptquest werden wir jetzt als nächstes dann machen, in der nächsten Folge. Aber zuvor will ich mir meine hart erarbeitete Belohnung kassieren haben. Je eher ihr die... Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte! Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. So, danke, es ist mein Gegenstand. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Fasst das bitte nicht. Ihr seid ein strammer junger Mann. Ihr seid nicht von hier. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lucan zu arbeiten. Ich hasse Cyrodiil, ich hasse die Kaiserstadt und ganz Tamriel könnt ihr vernichten. Ich sag immer, High Rock ist nur die Lage, das wirkliche, in Cyrodiil wurde immer das wirkliche, richtige Land. Talmor hat alles verdorben. Ja, ich weiß. Deswegen reist nach High Rock, den Heimat der Orks. Genau. Was ist denn das? Du bist ein Kampf? Okay. Nein, Spaß. Also, liebe Leute, ihr habt es selbst gehört. Wir haben die goldene Klaue sicher zurück zum Besitzer gebracht und haben dadurch 400 Gold gekriegt. Aber die wesentliche Belohnung bestand darin, dass wir den Schrei bekommen haben, von denen es etwa nur 16 Stück gibt oder so. Mit diesen Schreien können wir atmosphärische, wetterklimatische Bedingungen ändern und sie prophylaktisch zu unseren günstigen Vorteilen nutzen. Was nichts anderes heißt, ich weiß jetzt nicht, was es genau macht. Aber das werden wir noch sehen. Bis dahin schön abonnieren und wirklich die Videos angucken. Genau.